folgenden Minuten präsentiere ich euch die in den Yesterchips verwendeten Music Tracks. Diese Tracks sind allesamt sogenannte Royalty-Free-Stücke. Das bedeutet unter anderem, dass die Komponisten dieser Werke diese kostenlos zur Verfügung stellen und beispielsweise YouTuber sie für ihre Non-Profit-Videos verwenden dürfen. Die einzige Voraussetzung hierfür ist die Namensnennung des jeweiligen Künstlers. Ich bin der Auffassung, dass dies alleine den Leistungen der von mir gewählten Komponisten nicht in ordentlichem Maße gerecht wird. Daher hört ihr nun im folgenden Ausschnitte aus den verwendeten Tracks, seht dazu ihre Titel sowie den Namen des Künstlers, der sie geschaffen hat. Vielleicht gefallen euch ja einige Stücke und ihr möchtet diese selbst verwenden, daher werden auch die Webadressen eingeblendet, unter denen ihr die Tracks finden könnt. Also zurückgelehnt und gelauscht. Yesterchips Soundtrack. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Einer darf natürlich nicht fehlen. Kleine Betriebsinterna vom MIG. Eigentlich wollte ich von Pinball Illusions den Soundtrack als Titelmusik für die Yesterchips benutzen. Ich habe den guten Olaf Gustafsson mehrfach angeschrieben, ob ich das denn dürfte. Er hat sich leider bis heute in Schweigen gehüllt und da ich ja tierische Angst vor unserem Rechtsstaat habe, habe ich mich in letzter Instanz dann doch sicherheitshalber umentschieden für das folgende Stück, welches ihr ja mittlerweile hoffentlich schon gut kennt.